auf Johannes Huber für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Stefan Protschka, von dieser Stelle alles Gute. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, so bemüht Ihre Ausführungen auch waren, leider lässt die Politik im Landwirtschaftsministerium eine echte Perspektive für die Zukunft der deutschen Landwirtschaft vermissen. Eine Strategie für den Ackerbau, die gibt es nicht. Eine längst überfällige Lösung für die Milchbauern, Fehlanzeige. Zukunftsaussichten für die Ferkelerzeugung in Deutschland, schwarz wie die Nacht. Der vierten Regierung Merkel fehlen also nicht nur innovative Lösungen, sondern auch die notwendige Gestaltungskraft auf dem Feld der deutschen Landwirtschaft. Anstatt eigene Lösungen zu erarbeiten, wartet man bequem ab, was die EU vorgibt. Die Quittung, aberwitzig hohe zusätzliche Forderungen an Deutschland von bis zu 18% höheren Beiträgen bei gleichzeitig sinkenden Zahlungen aus Brüssel für deutsche Bauern, bis zu 10% Minus bei landwirtschaftlichen Ausgleichszahlungen. Da kann es keinen verwundern, wenn unsere Landwirtschaft einer starken europäischen Konkurrenz ausgesetzt ist, auch weil Franzosen, Dänen oder Holländer weniger Einschränkungen als die Deutschen bewältigen müssen. Logisch wäre es, der deutsche Staat würde seine eigene Landwirtschaft stärken. Die Regierung Merkel belastet aber lieber die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Betriebe mit Sonderwünschen zum Tierwohl und zum Tierschutz. Und warum das Ganze? Um internationale Lebensmittelriesen ihre Marktmacht zu sichern. Damit muss es aufhören. Mit dieser Politik, Herr Staatssekretär, wird das Höfesterben durch eine quasi Anti-Landwirtschaftsministerium munter befeuert. Da hilft leider auch kein Heimatministerium mehr. Die AfD-Fraktion setzt sich natürlich für den Schutz und das Wohl der Tiere ein. Auch wir wollen Lebendtiertransporte über Tausende von Kilometern unterbinden, bei denen vielfach die Geschöpfe Gottes unter grausamen Umständen qualvoll zugrunde gehen müssen, nur weil es an Frischwasserversorgung und ausreichender Kühlung fehlt. Andererseits müssen wir bei aller Tierliebe beachten, dass die deutschen Bauern überleben. Höfe sollen nicht sterben, sondern in Deutschland neu entstehen. Wem aber nützen bürokratische Tierwohlstandards in deutschen Betrieben, wenn die Verbraucher dann billiges Fleisch aus Dänemark oder günstige Eier aus Holland kaufen beim Discounter? Herr Staatssekretär, so erreichen Sie nur, dass die Bauern in Deutschland ihre Familien nicht mehr ernähren können. Wir wollen deshalb eine Aktualisierung der Milchlieferverordnung. Es ist schädlich und zeugt von einer überregulierten Agrarpolitik, wenn Milchbauern ihre gesamte Milch nur in eine Molkerei liefern dürfen und bei der Ablieferung oft gar nicht wissen, welchen Preis sie dafür erzielen. Wir sprechen für die deutschen Bauern, die keine Russland-Sanktionen wollen. Damit ist den Lebensmittelerzeugern aus Deutschland einer der drei größten Absatzmärkte genommen worden. Dank der Merkel-Regierung muss unsere Landwirtschaft das jetzt alleine kompensieren. In den kommenden Jahren werden auch nach Einschätzung des Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft besonders kleine und mittlere Ferkelerzeuger ihren Betriebszweig aufgeben müssen. Das wird ein Strukturbruch in ganz Süddeutschland werden. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Herr Staatssekretär, bitte richten Sie auch Ihre Ministerin aus. Setzen Sie sich bitte im Landwirtschaftsministerium für die deutsche Landwirtschaft ein und diskutieren Sie weniger über die Farben des Tierwohl-Labels. Reformieren Sie endlich die Rentenversicherung für Landwirte. Die Hofabgabeklausel ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Novellieren Sie aber vor allem die Agrarsubventionen. Kleinere Betriebe sollen einen größeren Anteil der Fördergelder bekommen, anstatt wie aktuell daraus die Agrarindustrie zu mästen. Denn schaut man sich die Medienberichte an, so sitzen einige der größten finanziellen Nutznießer der alten Agrarsubventionen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie haben dieses Hohe Haus zu einem Selbstbedienungsladen gemacht und damit muss jetzt Schluss sein.
Deutschland hätte mit der Einführung einer Subventionsobergrenze bei 150.000 Euro, Sie müssen schon zuhören, bei einer Subventionsobergrenze von 150.000 Euro hätte man allein im Jahr 2016 220 Millionen Euro einsparen können. Aber immerhin so viel. Und gerade die Kollegen der Bündnisgrünen schweigen auffällig häufig, wenn es um den Umbau dieser Förderung geht. Warum eigentlich? Dabei ist doch der Naturschutz, der beste Naturschutz ist eine kleinräumige, familiär geprägte Landwirtschaft, für die wir als AfD einstehen. Ich danke. Johannes Huber war das von der AfD. Nächste Rednerin in der Debatte über den Einzelplan 10 Ernährung.